Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai und in diesem Video erkläre ich ein paar einfache MIDI-Controller-Setups mit den Bitwig-eigenen Skripten, beziehungsweise bei anderen heißt das Treiber und der Driven by MOS-Extension für Bitwig. Ich freue mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und den Kanal abonnierst, aber legen wir doch einfach mal los. Du hast ja einen MIDI-Controller gekauft, der am besten class-compliant ist, was so viel bedeutet wie einem allgemeingültigen Standard, zum Beispiel sowas wie USB entsprechend, funktioniert. Und praktisch heißt es, einstecken und ohne irgendwelche Spezialsoftware komplett benutzen können. Oder du willst dir einen Controller kaufen und bist verunsichert, weil es viele Controller gibt, die mit einer speziellen DAW-Integration werben, du so eine Werbung für Bitwig nur recht selten siehst und jetzt ein wenig verunsichert bist. Die schlechte Nachricht ist, ja, es gibt nicht viele Controller, die von Herstellern mit einer Bitwig-DAW-Integration angeboten werden. Die gute Nachricht ist, das macht nichts, denn jeder MIDI-Controller ist in Bitwig hochkonfigurierbar und an deine Bedürfnisse anpassbar. Das liegt zum einen daran, dass Bitwig schon etliche Integrationen von Hause aus mitbringt. Zum anderen, wenn du programmieren kannst, du dir mit JavaScript oder Java selbst eine komplette Integration schreiben kannst. Bitwig hat hier eine sehr umfassende API, also eine Programmierschnittstelle, mit der das möglich ist. Und das absolute Sahnehäubchen ist das freie und kostenlose Treiberpaket oder wie es bei Bitwig heißt, die Bitwig Extension namens Driven by MOS von Jürgen Mosgraber. Die Extension bringt etliche und sehr ausgefeilte Controller-Integrationen mit, wie zum Beispiel für die Ableton Push 1 und 2 und für einige Arkai, Arturia, Native Instruments, Novation, Gamepads und andere Controller. Als wäre das noch nicht genug, bietet die Driven by MOS Extension zusätzlich zum MIDI-Protokoll auch noch die Integration des MAC-EUI und des MCU-Protokolls sowie das OSC, also das Open Sound Control-Protokoll, an. Und wer seinen Controller damit immer noch nicht wiederfindet, der bekommt mit der Driven by MOS Extension noch einen Treiber. Ich muss verrückt sein, ich lege noch ein Aal drauf. Der bekommt mit dem Driven by MOS Extension noch einen Treiber namens Generics Flexi dazu, mit dem ein Controller per einfachen Zusammenklicken von Parametern mit bis zu 300 Funktionen ausgestattet werden kann, sofern der Controller 300 Funktionen bieten kann. Du siehst, während andere noch die Controller mit der starren DAW-Integration evaluieren, kannst du dir deine eigene Integration mit MIDI, MAC-EUI bzw. MCU und Open Sound Control selbst zusammenbasteln, damit du mit einem Drehregler deiner Wahl entweder den Filter deines Synthesizers oder Plugins steuerst, den Fader deines Mischpultes hoch oder runter fährst oder einfach das Licht im Hausflur dimmst. Die Infos und Links zu den unterstützten Controllern bzw. wo du die Driven by MOS Extension herbekommst, findest du in der Videobeschreibung. Übrigens gibt es die Driven by MOS Extension auch für Cocos Reaper. So, jetzt aber genug der Theorie und Hintergründe, integrieren wir ein paar Controller. Los geht es, dass du deinen Controller am Computer eingesteckt hast und dieser auch von deinem Betriebssystem irgendwie angezeigt wird. Die Anzeige unbekanntes Device zählt nicht, da musst du dann nochmal schauen, was da schiefgegangen ist. Dann gehst du in den Einstellungen von Bitwig, in den Menüpunkt Controller und findest dort normalerweise eine fast leere Seite, auf der nur Takeover Mode und Controllers mit der Leiste Add Controller dasteht. Takeover Mode beschreibt einfach nur, wie sich einkommende Steuersignale von einem Controller auf die Regler eines Devices oder Plugins auswirken sollen. Einfach gesagt, wenn ein Regler eines externen Controllers, Werte von 0 bis 127 schicken kann und dieser Controller-Regler aktuell auf 0 steht, aber der Regler des Plugins zum Beispiel auf 100 steht, so muss die DAW auf diesen Unterschied irgendwie reagieren. Das wird mit dem Takeover-Mode geregelt. Und hier gibt es drei verschiedene Modi.
unmittelbar abholen und skalieren. Unmittelbar ist in meinem Beispiel, also externer Regler auf 0 und der Regler des Plugins auf 100. Beim Drehen des externen Reglers springt der Regler des Plugins ruckartig von 100 auf 0 bzw. auf den Wert, den der externe Regler gerade einnimmt. Abholen ist, dass der externe Regler erst auf 100 aufgedreht werden muss, damit der Regler des Plugins dann darauf reagiert und sich verändern lässt. Skalieren in diesem Beispiel ist, dass ich beim Aufdrehen des externen Reglers der Regler des Plugins unterproportional, also langsamer bewegt. Und beim Zudrehen des externen Reglers sich der Regler des Plugins überproportional, also schneller bewegt. Würde man mit dem externen Regler die ganze Zeit hin und her wackeln, dann sind beide Regler nach einer kurzen Zeit synchron in ihrer Stellung und bewegen sich dann auch synchron. Wann sich der Regler des Plugins über- bzw. unterproportional bewegt, hängt einfach davon ab, in welcher Ausgangsstellung externer und interne Regler sich befinden. Probier das einfach aus. So, jetzt klicke einfach auf das Add Controller Menü oder Knopf oder weiß gar nicht, was das jetzt genau ist. Und es öffnet sich ein dreispaltiges Auswahlfenster. Links mit Hardware-Vendor eine Aufklappliste mit Herstellernamen, die, wenn ich sie anklicke, alles mal in der Mitte bei Product die unterstützten Modelle in einem Listenfenster anzeigen. Und rechts daneben der Add-Knopf, mit dem ich die Auswahl, also das Produkt oder einen Treiber, bestätige. Meine Liste hier ist jetzt nicht die reine Produktliste, die von Bitwig unterstützt wird, sondern auch angefüllt mit den Produkten, die von dem Driven, die von der Driven by Moz Extension unterstützt werden. So, ganz rechts neben der Liste oder Leiste hier steht noch das X, was ich eben benutzt habe, mit dem ich den Vorgang abbrechen kann oder einen Treiber aus der Definition wieder löschen kann. So, standardmäßig startet die Ansicht links mit dem Hardware-Vendor Generic und unter Product stehen dann Controller, Flexi, Gamepad, Keyboard plus 8 Device Knobs, CC 20 bis 27 und MIDI Keyboard. Das sind universelle Skripts bzw. Treiber, mit denen eine generelle Steuerung von MIDI-Controllern möglich ist. Habe ich ein MIDI-Keyboard mit ein paar Drehreglern oder Schiebereglern und vielleicht noch ein Transportfeld, also sowas wie Play, Stop, Record, dann kann ich als Ausgangspunkt das Controller-Skript benutzen. Das funktioniert natürlich auch für Controller, die kein Keyboard sind und nur aus Dreh- oder Schiebereglern bestehen. Habe ich einfach nur ein MIDI-Keyboard ohne Regler, dann ist das Skript MIDI-Keyboard genau das Richtige für mich. Das Skript Keyboard plus 8 Devices, Device Knobs C20 bis 27 ist ein spezielles Skript, das davon ausgeht, dass diese 8 Knöpfe exakt die Nummern CC20 bis CC27 haben und mit diesem auch Werte schicken. Wenn das nicht so in deinem Controller-Handbuch steht, dann nimm dieses Skript nicht. Nimm das nicht. Aber zurück zum Controller. Wenn ich also Controller hinzufüge, dann bekomme ich eine Leiste, in der steht Generic Controller. Generic zeigt an, welcher Hersteller das ist, wenn es denn ein bestimmter wäre, was in dem Fall einfach nicht ist. Und Controller ist der Name des Skriptes. Mit einem Doppelklick lässt sich dieser erweitern oder und ändern. Ich lasse das meistens so stehen und erweitere das meist nur mit dem Namen des Controllers. So weiß ich immer, welcher Controller mit welchem Skript gesteuert wird. Na? So. Rechts in der Leiste ist wieder das X, womit ich das Skript wieder löschen kann. Und links in der Leiste befindet sich ein Ausschaltknopf.
mit dem ich das Skript aktivieren oder wieder deaktivieren kann. Allerdings nur, wenn im unteren rechten Teil der Leiste ein MIDI-Out ausgewählt wurde, also der Punkt, wo die Daten oder MIDI-In, wo die Daten herkommen, also ein MIDI-In ausgewählt wurde. Sobald das gemacht ist, und ich wähle jetzt hier einfach mal das Korg Nano Control 2 aus, öffnet sich auch die komplette Konfiguration. Aber bevor ich hier weitermache, erst noch die beiden Icons, die auf der linken Seite gegenüber des MIDI-Inputs sind. Das Zahnrädchen ganz links öffnet und schließt diese Konfigurationsseite bzw. Einstellung für dieses Gerät. Da kommt auch immer ein schönes Pop-up dazu. Die Sprechblase daneben aktiviert oder deaktiviert informative Meldungen in der DAW, die vom Controller ausgelöst werden können. Es ist zu empfehlen, die Option einfach aktiviert zu lassen. So, ich habe jetzt einen Korg Nano Control 2 Controller angeschlossen, der von Bitwig zwar einen eigenen Treiber bzw. Integration hat, aber sich gut zu Demonstrationszwecken wegen seiner 8 Dreh- bzw. Schieberegler und des Transportfeldes benutzen lässt. Die Einstellungsseite des Controller-Skripts hat drei übereinander angeordnete Bereiche: Remote Controls, Cursor Track und Transport auf der linken Seite und auf der rechten Seite jeweils mit einem Learn-Knopf betitelte Spalte mit mehreren Zeilen darunter. Hier können die Controller-Knöpfe angelernt werden. Die Beschriftung ist leider ein bisschen missverständlich, denn bei CC1 wird nicht der CC1 definiert, sondern Knopf Nummer 1, der dann die CC-Nummer hat, die nach dem Lernen in dem weißen Feld steht. Ich klicke jetzt auf den Learn-Knopf und eine Meldung erscheint, Move Remote 1, und beginne jetzt von der linken zur rechten Seite hin von meinem Controller jeden einzelnen Drehregler zu drehen. Jedes Mal, wenn ein Regler zugeordnet werden konnte, kommt eine zweite Meldung, den nächsten Regler zu drehen, also Move Remote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und dann steht ganz zum Schluss Learning Complete. In den Feldern stehen jetzt die MIDI-CC-Nummern der Regler. Wenn dir ein Fehler unterlaufen ist, kannst du einfach nochmal den Learn klicken und den Vorgang nochmal wiederholen. Du kannst auch auf das weiße Feld klicken, hier bei der 16 jetzt, die Maus hoch und runter bewegen und den Wert einfach so ändern zwischen minus 1 und 119. Du kannst aber auch direkt den Wert eingeben mit Steuerung-Klick. Wenn du ein minus 1 wieder eingibst, dann ist dieser Controller deaktiviert bzw. nicht definiert. Das gleiche kann ich jetzt noch mit dem Cursor-Track machen und mit dem Transportfeld Play, Stop, Record, Cycle. Und dann ist der auch soweit definiert. Und das sehe ich jetzt zum Beispiel hier an dem an Bitwig selber, wenn ich jetzt hier Play drücke, also nicht mit der Maus, sondern hier, oder Record, oder wenn ich Play gedrückt habe und Stop drücke, dann springt er hier zurück, oder mit Cycle schalte ich hier diesen Loop an oder aus, oder den Cycle an und aus. Und mit den Drehreglern kann ich jetzt hier über die Remote Pages die entsprechenden Regler drehen. Jetzt drehe ich Regler Nummer 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Und ich sehe hier unten auch nochmal die Repräsentation in der Statusleiste. So, ich gehe jetzt einfach mal hin, öffne wieder den Einstellungen Controller und lösche diesen Controller jetzt einfach nochmal. So, und nutze jetzt das von Bitwig mitgelieferte Skript für den Nano-Controller. Also Add-Controller, dann Korg und Nano-Control 2 Add. Dann füge ich wieder den MIDI-In und den MIDI-Out diesmal hinzu. Und jetzt sieht die Leiste auch schon wieder so ein bisschen anders aus hier. Und zwar sind jetzt auf der linken Seite ein paar Icons dazugekommen und das Zahnrädchen zur Einstellung ist jetzt ausgeorangt. Sämtliche Funktionen sind hier vordefiniert und können nicht mehr verändert werden.
für Bastler vielleicht interessant ist, dass das Skript, dieses NanoControl 2-Skript, ein JavaScript ist und im Quelltext mit Bitwig mitgeliefert wird. Also ihr könnt da also auch selbst Hand anlegen, wenn ihr das könnt. So, nach der Sprechblase folgt ein Rechteck mit so Dreiecken in alle vier Richtungen. Ist das aktiviert, so folgt Bitwig der Navigation, die vom Controller ausgesteuert wird. Wie zum Beispiel ein Track, wird ein Track gewechselt, so wird in Bitwig auch der Trackwechsel angezeigt. Nach dem Rechteck steht ein Fragezeichen in einem weißen Kreis. Klickst du da drauf, dann öffnet sich ein Browser mit einem kleinen Handbuch, wie dieser Controller mit diesem Skript zu bedienen ist. Ist auch sehr, sehr praktisch. Bei den Driven by MOS-Skripten öffnet sich hier die PDF-Datei mit dem kompletten Handbuch für alle Skripte. Rechts neben dem Fragezeichen ist dann noch ein senkrechtes, keine Ahnung, ein Telemichel, also der Hamburger Fernsehturm, ich weiß es nicht. Mit dem aktiviert oder deaktiviert werden kann, ob der Takeover-Mode benutzt werden soll oder eine Funktion, die eventuell dein Controller zur Verfügung stellt. So, und jetzt lösche ich das hier wieder. Und dann gibt es nämlich noch die Möglichkeit, das Generic Flexi-Skript von Driven by MOS zu benutzen. Das füge ich jetzt einfach mal hier hinzu. Auch wieder mit dem Nano-Control. Und jetzt öffnet sich hier eine Konfigurationsseite. Die ist sehr, sehr umfangreich. Und die Erklärung dazu, das ist eine spannende Geschichte mit unter Umständen ausufernden Exzessen, die aber in einem anderen Video erzählt werden möchte, weil sonst wäre dieses Video einfach viel zu lang. Danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Mein Name ist Odo Sendai-Dukai und falls du Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema oder zu anderen Themen hast, lass es mich wissen und hinterlasse doch bitte einen Kommentar. Wenn du das Video hilfreich findest, dann gib mir einen Daumen, abonniere den Kanal und teile es mit deinen Freunden oder mit Menschen, die Hochstreckfrisuren lieben. Es könnte auch für sie hilfreich sein. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.